So, servus, grüßt euch. Ich bin der Jan. Ich denke, die meisten kennen mich ja eh schon. Ich bin ja hier schon seit knappen 5 Jahren. Und ich würde euch heute einfach mal mitnehmen und mich dann richtig vorstellen. Ja, was mache ich hier? Ja, ich bin die sportliche Leitung mittlerweile. Ja, für den ganzen Laden. Und mache noch zusätzlich Reha-Sport, ganz viele Kursstunden, genauso wie ein bisschen Personal Training und auch hier einfach unsere Kunden fleißig betreuen. Aber heute, da schauen wir ein bisschen hinter den Kulissen, ja, da verrate ich euch ein paar Geheimnisse. Ja, wie ihr seht, trage ich öfters mal zwei unterschiedliche Socken. Das liegt weniger an der Mode tatsächlich, eher an meiner Faulheit, weil ich keine Lust habe, nach dem Wäschewaschen einfach meine Socken zusammenzusetzen. Du hast doch eh genug. Wozu? Ja, wie bin ich denn zum Fitnesstrainer geworden oder wie habe ich mich für den Beruf entschieden? Naja, ganz einfach. Ich war Elektroniker davor, danach Fachkraft für Lagerlogistik und nach zwei Ausbildungen habe ich mir einfach gedacht, machst noch eine dritte Ausbildung. Ja, weil es so schön ist, nichts zu verdienen. Aber mei, ich liebe den Beruf, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist einfach jetzt wirklich meine Erfüllung. Oh, hier schon wieder. Was ich am Wochenende mache, ja, ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ja, das ist vielleicht nicht jeder Lebensstil von euch, ja. Aber ich bin leidenschaftlicher Gamer. Ich zocke richtig viel, wenn ich Zeit habe. Also ich könnte bestimmt das ganze Wochenende damit verbringen. Zum Glück habe ich mir eine Partnerin gefunden, wo das echt super klar geht. Ich bin Fitnesstrainer. Und ich sehe alles. Ja, was ich am liebsten mag, einfach hier im Studio, meinen Job, einfach ein bisschen die Leute hier zu ärgern. Ja, so ein bisschen piesacken, ein bisschen mehr Gewicht drauf tun, damit die auch ihren Erfolg haben. Okay, eins noch, ja. Das ist aber das Letzte dann, ja. Mein Fitness-Fail, ja, war gar nicht so an den Geräten, sondern eher danach. Ich habe so krass Beine trainiert einfach, dass ich da ein bisschen schwammig unterwegs war. Und dann bin ich einfach beim Treppensteigen einfach runtergefallen. Und richtig volle Karacho hat mich hingehauen. Ganze Studio hat es gesehen. Ein paar haben das, ich habe mich zum Glück nicht verletzt. Also das ist immer noch. Ja. Aber war mein größter Fail bis jetzt. So, zum Abschluss. Eine letzte Sache noch, okay? Eine letzte Sache noch. Dann reicht's. Dann reicht's. Ja, dann reicht's. Ich trainiere gerne schwer. Ja, also wenn ich trainiere, dann wirklich richtig schwer. So ähnlich wie Powerlifting, bloß jetzt alles einfach. Immer schwer. Macht mir Spaß, ist meine Challenge. So viel Gewicht, so schwer es geht, ist mein Ding. So, aber jetzt machen wir Feierabend, okay?